sitzen auf der Bahn 2, sie startet für den Alzheimer Sportclub. Dann haben wir die B-Jugend-Vizemeisterin des Vorjahres, Anna Weizmann von der LG Berlin auf der Bahn 3. Johanna Eifert vom Alzheimer Sportclub auf der Bahn 4. Nele Holzhausen von der LG Schwert auf der Bahn 5. Die fünfte des Vorjahres auf der Bahn 6, Friederike Hohenriebe, der LG Evo Seelenstadt. Und vom Dresdner SC auf der Bahn 7, Lena Trox. Also 64, 41, das ist im Moment die Zeit, die man benötigt, um noch ins Finale einzuziehen. Und der nächste Hammerwerfer, der liegt im Moment an erwarteten Medaillen hier im Wettkampf, Christian Alt-Peter, nachdem nämlich Jonathan Herbst sich die Führung geholt hat, mit 66,87 Meter. Der Nino Lebe aus dem Stand ist vorne, kann da noch eine Idee halten. Also, Friederike Hohenriebe, inoffizielle 60,99 für Sie. Das ist der sichere Platz für das Finale. Anna Meister kam da noch auf der Zielgeraden.